Jo Leute und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, nachdem wir beim letzten Mal so ein bisschen die Lager auseinandergenommen haben und einfach gestorben sind und wieder zurückgelandet sind am Anfang, holen wir uns jetzt erstmal noch ein paar Ressourcen, soweit es geht. Okay, noch eine Schlange. Wow, man muss echt aufpassen. Da ist noch eine. Zack. Da ist auch noch eine. Da ist auch noch eine. Alles klar. Was ist das eigentlich für ein grelles Licht ständig? Hallo? So. Ja. Wir schauen erstmal, was ist da vorne eigentlich? Sieht auch so merkwürdig aus. Okay. Tionataiken. Keine Ahnung. Hallo. Hier hinterlasse ich Brenin aus Kleinfiata, Diener unseres Herrn, meine letzte Inschrift vor diesem heiligen Quell des Lichts. Hier endet meine Reise. Über 2 Jahre folgte ich der inneren Stimme meines Herrn, bis ich zu diesem Ort gelangte, um sein Wort zu empfangen. Ich sah die Pforte mit den alten Inschriften. Ich hörte den Gesang seines Engels, der mich Geliebter nannte. Doch es öffnete sich kein Weg. Seine Stimme ruft mich noch, ist voller Segen, der mich quält. Doch der Weg, er bleibt verschlossen. Mein Weg in die Zukunft, er ist ungewiss. Okay. Odin sieht Hilfe. Holunderbeeren. Man muss wahrscheinlich irgendwo rauf, ne? Genau. Warte mal, der da vorne müsste auch wahrscheinlich noch weg. So, diese Geräusche. So. Tionataiken. Welch seltsame Kräfte wirken hier. Erfahrungspunkt. Das ging schnell. Okay. Ja. Das war's. Das war das Einzige. Da haben wir auch noch was. Wir können ja jetzt mal darüber. Oder da runter, ehrlich gesagt. Ab. Da unten.
Okay. Irgendwie habe ich Angst, da hinzugehen. Ich glaube, ich hau gleich ab. Klar ist das so einer. Ein Abkömmling der Trolle. Ekliger Gedanke. Wow. Out. Jetzt ist er vergiftet. Na komm her. Na. Autsch. Autsch. Das hat weh. Aha. Uiuiui. Der ist halt auch nicht einfach. Nein. Ja, heil er sich. Autsch. Das hat er mich voll... Sorry, da hat er mich voll erwischt. Oh, volle Kanne. Okay, der ist noch nichts für uns. Noch nicht. Ich lass ihn mal. Dann nicht. Wir gehen mal darüber. Aber gut zu wissen, dass da sowas ist. So. Das ist noch so ein Dorf, ne? Und tschüss! Ja. Hätten auch darüber gehen können, aber nö. Gehen lieber baden. Karakaneta. Wie auch immer. Hallo. Ist noch ein Händler. Ich glaube, ich hatte eh noch einen Händler. Otena gon desa duhunzoni? Nee. Nee. Wir sehen uns bald wieder. Dann, wenn ich was brauche. Was ist das für ein Eingang? Ist das? Gehen wir erstmal hier hin. Synchronisieren. Zack. Eigentlich wollte ich über die Brücke, aber ich war zu schnell. Egal, was soll's. Zack. Und alles klar? Hoch mit dir. Manchmal ist das echt merkwürdig. Aber auch nichts Neues. Gehen wir mal hier lang. Okonsha. Okonsai. La 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 la. Ah, guck mal. Noch mehr Erz. So. Dann wollen wir mal. Zack.
So. Okay. Gehen wir mal da hin. Und ab. Da 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 da. Hallo. Hab dich. Diese Gebüschparade eben, ey. Ist das auch noch so ein kleines Lager, oder was ist das? Ach, das ist wieder so eine Quest, ne? Arnie? Flieg, Arnie! Du schaffst das, Schatz! Na komm! Aha. Was verloren? Der brave Arnie, mein geliebtes Haustier, fiel, naja, flog nach da unten. Jetzt sitzt das arme Ding da fest. Ich kann meinen Arnie nicht dazu bringen, hochzufliegen. Es scheint, als hätten wir noch viel zu tun. Arnie! Er kann nicht fliegen. Ich werde ihn hochführen müssen. Pass auf seine Liebkosungen auf. Arnie ist recht feurig und gibt gerne Küsschen. Bitte töte ihn nicht, wenn er dich etwas zwickt. Mhm. Dann komm. Dann komm. Kommst du? Du musst viel. Deine Stimme ist wunderschön, Arnie. Bitteschön. Danke, dass du mir Arnie zurückgebracht hast. Ich möchte mich gerne erkenntlich zeigen. Ich habe noch die anderen aus Arnies Familie. Leider überstanden sie ihre Ausbildung nicht so gut. Aber probier mal, sie sind recht schmackhaft. Dann gehe ich wohl mal zurück zu meinen Freunden, den Zahnbrechern. Hoffentlich warten sie noch am Hafen auf mich. Na komm, Arnie, fliegen wir los. Ein geflügelter Begleiter ist hilfreich. Hm. Komischer Truthahn. Truthahn-Mahlzeit, ah ja. Da nochmal gucken. Okay. Schauen wir mal, was wir da haben. Okay. Schwimmen wir mal da lang. Schauen wir mal, was wir da so haben. Okay, voll neblig. Aber sag nicht, wir kommen da einfach nur bei der anderen Seite wieder raus. War ja langweilig. Aber kommen mir halt echt so vor. Okay. Was haben wir denn hier? Wow. Okay. Okay. Voll das Skelett. Ja. Was soll das denn sein?
Keine Ahnung. Gehen wir mal weiter. Oder schwimmen wir mal weiter. Okay, und hier kommen wir wieder raus. Yay. Okay. Moment. Das wäre eigentlich die nächste Möglichkeit da rein. Wir sind einfach auf der anderen Seite des Dorfes wieder raus. Ja, machen wir mal wieder über Land. Wie viel haben wir jetzt? 67. Das ist immer noch zu wenig. Und so werde ich ihn noch nicht schaffen. Okay. Hallo. Sie tut hin, ey. Getroffen. Alles klar. Greife hier einen ein, kommt noch einer. Okay. Auch nicht schlecht. Okay, das ist noch so ein Lager. Und die andere Truhe kam ich ja nicht ran. Da haben wir noch so einen Eingang. So. Ich schaue es mal hier. Hier darf mich niemand sehen. Ah ja. Okay. So. Hier ist ja auch gar nichts drin. Wie sind die alle nur tot? Okay. Ist hier echt nur Erz drin? Scheint so. Ah, okay. Jetzt sehe ich das jetzt. Wow. Das sind noch welche. Gorm ist hier. Bei Zeiten. Was einst war, wird wieder sein. Komm her.
Aha. Gorm Kjetvison. Er ist also hier. Hey, Moment! Na? Noch jemand? Wollen wir wetten, wer gewinnt? Lass mir! Wow. Look auf dich! Das geht ganz schnell! Zack. Sterb. Du hörst auch den Schäfchen. Ja. Das ist ja noch einer. Zack. Okay, ich glaube, der ist geflogen. Ich habe ihn trotzdem gefunden. Was ist denn das zwischendurch? Ich wirst du nicht los. Nein. Autsch, was war das denn? Warum? Warum? Den habe ich auch gar nicht rechtzeitig gesehen. Aber so schwer sind sie gar nicht. Oh Mann. Wo bin ich jetzt? Ah ja. Wieder hier. Wow. Sorry. Dann sollte ich hier drin auch mal speichern. Diesmal hat's nicht geklappt. Naja. Ach nee, hier drin kann ich ja gar nicht speichern, oder? Nee. Zeiten. Was einst war, wird wieder sein. Okay. Mhm. Gorm Kjetvison. Yay, du bist offline. Da! Schieß diese miese Spinne da runter! Moment! Odem soll dich holen! Ja? Da! Das feige Aas will sich davon stehlen! Halt die Klinge bereit! Nur für den Fall! Wirst du bluten! Zack. Zack. Autsch. Zum Nachdenken. Autsch. Autsch. Sterb!
Warum leuchtet das eigentlich so extrem? Komm her. Lächerlich. Findest du? Ich wollte eigentlich das hier machen. Und nicht das, was ich gerade gemacht habe. Okay. Hallo? Okay, der ist da drüben. Okay. Aber wo kam der andere eben mit einem eigentlich her? Der mich erledigt hat. Fragen über Fragen. Und keiner kann es mir sagen. So. Boy. Da sind die. Erstmal ins Feuer springen. Geht das hier? Ja. Nee. Ach doch, ich hab so viele. So. Moment. So, wieder da. Warum speichert er jetzt so lange? Weil ich kein Internet habe? Ja, du sollst auch nur manuell speichern, ist egal gerade. Keine Ahnung, warum ich gerade kein Internet habe. Momentan spinnt das wieder voll rum. So. Da-da-da-da-da-da-da. Okay. Ja. WTF? Was war das denn eben? Gefangenen machen. Vielleicht kann ich einen als Haustier behalten. Oder du kannst sterben. Hey! Stieß mich davon wie ein Troll in der Nacht! Nö. Ruhig nicht. Okay. Das bringt Spaß. Mit den Fallen. So. Hier machen wir noch. Gut. Hier noch. Okay, da ist der Schlüssel. Irgendwo. Da ist noch einer. Und da hinten ist wohl Gorm. Das wird ein Spaß.
Ja, der sieht mich. Der Jarl führt uns in seltsame neue Abenteuer. Warum nicht? Kjötvison ist auf Macht aus. Aber hast du die Waffen der Skellinger gesehen? Keine Spur von Macht. Woher wusste Gorm, wie man dieses wilde Land findet? Sehr seltsam. Hoffen wir, der Jarl führt uns weiter die Küste runter. Hier gibt es so viel zu erkunden. Ah. Dari ist immer noch bei uns. Das. Und er hatte eine Axt im Schädel. Alben haben mir die Zunge rausgerissen, während ich schlief. Ada hat ihnen mein Schwert geopfert. Da waren sie zufrieden und gaben sie mir zurück. Einmal habe ich in einer Schlacht mein eigenes Blut eingeatmet. Die Seherin musste absonderliche Dinge mit einer Ziege anstellen, um mich zu retten. Pass auf, dass kein Geist in dein Leib fährt. Hab mal einen Speer durch die Wade gekriegt. Eine interessante Erfahrung. Okay. Die Narbe auf meiner Schulter stammt von einem Troll. Ein riesiger Barbar. Ja, das ist aus dem Troll. Immer noch bei uns. Und er hatte eine Axt im Schädel. Das wird gerade nicht so einfach. Das ist echt gerade nicht so einfach. Hey! Ja. Und das! So. Okay. Moment! Kein Ausweg! Wow! Ich habe diesen Monat einige Feiglinge getötet. Ein Leben gehört Odin. Wow. Jetzt ist der Typ wieder da. Und er springt natürlich in die falsche Richtung. Zack. Odin sieht uns zu. Jetzt wird richtig gekämpft. Wer das? Nein. Steck mich einfach. Zack. Ach, du bist das. Eivor Wolfsmal. Ich habe das weite Meer für dich überquert, Gorm. Fühlst du dich geschmeichelt? Boy. Nur Stirb. Aus einem Grund, wie ich sehe, du Schlange. Nur aus einem Grund. Ah. Achtet auf mein Zeichen. Es reicht. Stirb. Ja. Nein. Hey. Hör auf, mach die Kamera weg. Du wirst mir nicht entkommen. Boah, warum blendet das denn so? Ich muss hier mal kurz weg. Wow. Oh Mann. Uiuiui. Da sind Bärenbüsche. Ja.
Ja, so einfach ist das echt nicht. Ich speichere nochmal. Ich brauche halt echt mehr Energie. Ja. Ich weiß. Aber. Ich würde sagen, ich werde jetzt mit die Aufnahme beenden und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed Valhalla. Und dann werden wir Gorm töten. Mal gucken, wie gut wir das dann hinkriegen. Bis dann. Ciao, ciao.